Willkommen zurück zur Videoreihe, in der es jeweils um einen von den Top 10 Spielern Deutschlands geht. Und falls ihr das erste Video noch nicht geschaut haben, dann würde ich euch stark raten, das zuerst anzuschauen, weil da klären wir ein paar Sachen wie zum Beispiel, wie Seeding funktioniert oder jetzt wie Turniere im deutschen Competitive Raum stattfinden. Link zum Video in der Beschreibung. Und jetzt machen wir erstmal weiter hier mit dem Longo, der beste Rob-Spieler in Europa. Letzten Mal die vier Buchstaben auf dem Bildschirm aufblocken. Und da kommen die heftigen Kombos von Rob. Oh Mann! To get that KO, but he finally did. And once again, a lead! And that's it! Sure about that. For now, it seems that Longo is in a pretty good lead. Look at this catch with the gyro. Gyro! Someone loses bracket if he can't. No jump on Meru. But he has done. No jump on Meru. And the back air! Amazing string. He just scored the jump once and capitalized perfectly. Wie eben erwähnt, der Longo ist der beste Rob-Spieler in ganz Europa. Er ist momentan Rang 5 auf dem deutschen Power-Ranking und europaweit ist er Platz 27. Und ähnlich wie Lucky ist auch dafür bekannt, dass er in Doubles immer relativ gut abschneidet. So hat er zum Beispiel auf UFA, eins von den europäischen Major-Events, hat den ersten Platz belegt zusammen mit MK Leo. Und ja Mann, ihr habt es richtig gehört, einfach MK Leo, der beste Spieler der Welt. Und deswegen, der Longo, der macht es ein bisschen anders als der Lucky, weil der teamt mit vielen verschiedenen Teammates und plays immer noch gut in Doubles. Das heißt, er ist ein sehr variabler Doubles-Partner. Der Longo, der hatte nicht nur Höhepunkte in seiner langen Karriere, ist einer der Spieler, die schon seit Smash Brawl dabei sind. Das heißt, der Longo ist schon länger als 7 Jahre Teil der Smash-Community. Und was so alles in diesen 7 Jahren passiert ist und wie er sich entwickelt hat, das sehen wir jetzt. Der Longo hat mit Smash 64 angefangen und damals, wie bei vielen anderen, hat er zwar mit dem Game angefangen, aber seine Competitive Smash-Karriere hat er viel später angefangen. Mit Brawl hat er dann schließlich mit Smash Competitive so wirklich angefangen und sein erstes Turnier war in Argon. Ne, Argon 2013 war es damals. Und Argon, ich muss euch kurz erwähnen, gell? Argon ist so die Turnierreihe in Deutschland. Und die Turnierreihe werden wir auch später immer noch weiterhin erwähnen, nicht nur in diesem Video, sondern auch in zukünftigen Videos. Deswegen Argon. Ein sehr wichtiger Name hier für die deutsche Smash Community. Oh wow! With the reversal forward. Aber hier erstmal wieder zurück zu Longo. Das war sein erstes Event, 2013 Argon. Und er ist 0-6 gegangen. Er hat 6 Games im Pools gespielt, alle verloren. Ähnlich wie der Lucky, ne? Und ja, also ich denke mal, das ist ziemlich normal für einen Spieler, der auf sein erstes Event geht, dass man alle Games verliert. Und bei Longo war es eben nicht anders. Direkt danach hatte er auch erstmal eine kleine Pause genommen von Competitive Smash. Oder was heißt hier Pause? Also er hat ja nie so wirklich angefangen, würde man sagen. Und das Ganze kam dann erst wieder zurück mit dem neuen Game, nämlich Smash 4 für die Wii U, was 2014 rauskam. Und mit dem Game kam dann auch so wirklich Longos Motivation für Competitive Smash. Und ja, da hat er dann angefangen, das Spiel ein bisschen ernster zu nehmen. Hat immer mehr online auch gespielt und das alles mit seinem Main Rob. Ne? Also Rob war damals ein Charakter, der war gar nicht so krass angesehen in der Meta, wie er jetzt zum Beispiel in Ultimate ist. Und anfangs hatte er auch schon ziemlich solide Results, für den Anfänger auf jeden Fall. Aber das alles war dann kein Vergleich zu seiner Breakout-Performance, nämlich Big Argon Season Frühling. Also Big Argon Season Frühling hier war dann seine erste Breakout-Performance, erstes halbe Jahr von Smash 4 und damals sahen die Brackets so aus. Lasst euch nicht überraschen, ist ein bisschen chaotisch hier. Und damals natürlich viele Spieler, die mittlerweile bekannt sind, waren damals gar nicht so bekannt. Hier hat er zum Beispiel in der ersten Runde hat er gegen Kakpo gewonnen, momentan in Smash Ultimate sogar schon ein Top 5 Spieler in Luxemburg oder Top 3 sogar. Er hat gegen ihn gewonnen, Kakpo, und direkt sein erstes Upset hat er gegen Hikaru geholt. Ein Spieler, der schon seit Brawl-Zeiten dabei war. War ein Mini-Upset, war jetzt nicht so sonderlich groß, aber danach hat er gegen Ice Studying gewonnen. Und Ice Studying war der erste große Upset, den er jemals geholt hat in seiner Smash-Laufbahn. Ice Studying war damals schon ein bekannter Spieler. In Smash 4 Zeiten war der einer der besten Spieler Europas dann auch. Hat zum Beispiel auch gegen Spieler gewonnen wie Isen, gell? Und den hat er besiegt und ist dadurch dann ins Quartet gekommen.
hat gegen Semifair verloren. Ein legendärer Spieler, ey, die Waren kennen ihn noch. Aber dann kam er erst ins Losers und dort war sein Run noch lange nicht vorbei. Eins vor Losers Top 8 musste Longo dann gegen Luis, ein Spieler, der auch heutzutage bekannt ist. Das ist der beste Spieler aus Luxemburg momentan in Ultimate. Aber damals war er auch noch nicht so bekannt, ne? Die hat er dann auch besiegt. Und hat er schließlich gegen Gregs spielen müssen, ein Spieler, der damals auf jeden Fall viel bekannter war als jetzt. Also auch ein Brawl-Spieler und die hat er besiegt und danach hat er gegen Light verloren. Ein Spieler, der eben zu dieser Zeit einer der besten Spieler in Deutschland war. Deswegen keine große Schande, hat gegen Light verloren, am Ende wurde er 5. Platz von 96 Leuten. Und der Longo, der hat, wisst ihr, wie viel Geld er gemacht hat? 13,44 €. Und das war seine erste wirkliche gute Performance, sein Breakout-Performance damals. Und danach hat der Longo auch gemerkt, okay, erstens, er ist gut in dem Spiel. Und zweitens, er hat auch gemerkt, er kann sehr gut in diesem Spiel werden. Und ich meine, vielleicht kennt es manche von euch, wenn man einfach merkt, wenn man so neu anfängt bei einem Spiel oder bei einer Sportart, bei irgendwas, dann merkt man, okay, das hier könnte eigentlich dein Ding sein. Und genau das hat sich ungefähr der Longo gedacht. Er hat dann das Spiel immer ernster und ernster genommen, hat immer mehr Turniere attended seit dem Event hier. Und für ihn ging es dann immer nur bergauf. Magnifiquement joué de la part de Longo. Oh, actually did not have much of an option there. The snipe with the gyro lends him a... Oh, the back air! Wow. And he saw the switch time. Very strong. Sizable percentage. And what now? What now? What now? That's it! Yes! Longo in grand final. Beating out quick. Not one that Wow! Whoa! And he gets it! In 2018 war der Kurz sogar drittbester Spieler in Deutschland. Und europaweit gab es dann ein Smash 4 Power Ranking, wo er dann am Ende 16. Platz wurde. Also ja, Longo war auf jeden Fall während der Smash 4 Zeit einer der besten Spieler in Deutschland und sogar auch Europa. Und so ein kleiner Side-Fact, der Longo, der war auch immer dabei auf den Gamescom-Turnieren damals. Falls ihr vielleicht die Gamescom damals mitverfolgt habt. Es hatte immer ein Smash-Turnier und der Longo war immer dabei und immer gewonnen. Der Longo hat sich große Ziele gesetzt während seiner Smash 4 Laufbahn. Er hat auch vieles erreicht auf jeden Fall, ne? Nur er hatte während der ganzen Zeit einen internen Konflikt mit sich selber, könnte man sagen. Weil ein großes Hauptproblem in seiner ganzen Smash-Laufbahn war nämlich schon immer sein Mindset. Je besser er wurde, desto schlechter wurde sein Mindset, ironischerweise. Weil der Longo, der damals sehr viel Selbstbewusstsein auf sein Skill gesetzt. Da es eben sein Ziel war, anerkannt zu werden, ne? Unter anderem auch, weil er eben so einen Charakter wie Rob gespielt hat, der nicht so oft vertreten war, auf der ganzen Welt sogar, ne? Und deswegen hat er sich selber sehr viel Druck gemacht, dass er gut performen will. Und deswegen, laut seiner Aussage, war es dann so, dass jede Niederlage ihn extra hart getroffen hat. Weil er hat auch gemeint, gegen Ende der Smash 4 Karriere war es so hart, dass er eben auch immer kurz vor dem Zusammenbruch war, wenn er verloren hat. Da kamen eben sehr schnell so Gedanken wie, eigentlich ist er gar nicht so gut oder eigentlich kennen die Leute vielleicht nur das Matchup nicht gegen Rob. Wichtig ist ja immer, dass man Spaß am Competen hat. Und bei Longo war es immer mehr so im Hintergrund. Er hat sich immer irgendwann unwohler gefühlt beim Competen. Und oft passiert es nicht nur in Smash, sondern auch in anderen Competitive Games oder Sportarten, dass man eben sein Selbstbewusstsein mit seinem Skill versucht zu verknüpfen. Man versucht eben sein Selbstbewusstsein aufzubauen mit seinem Skill. Nur leider, ne, das klappt leider gar nicht. Also egal wie gut du wirst in irgendetwas, dein Selbstbewusstsein wird dadurch leider nicht unbedingt besser. Und das musste leider Longo spüren, weswegen er dann gegen Ende der Smash 4 Zeit immer weniger Spaß am Competen hatte
Und hat er sich irgendwann eben überlegt, okay, er braucht eine Pause von Smash. Er wollte die Zeit nutzen, um auf sich selber vielleicht erstmal zu reflektieren. VCA 2018 war dann erstmal das letzte Event von Longo. Und so ging dann seine Smash 4 Karriere zu Ende. Obwohl sie eben sehr erfolgreich war, hatte sie so ein kleines bitteres Ende. Aber dann natürlich, jeder weiß Bescheid, was danach kam. Im Dezember kam dann Smash Ultimate raus. Das neue Spiel, was sie auch gerade alle spielen. Und der Longo hat es natürlich auch immer noch gespielt. Ne? Er hat das Spiel weiter gegrindet, hat auch weiter das Spiel geübt praktisch, aber alles so ein bisschen auf einer Spaßbasis. Einfach nur, weil das Spiel eben cool war. Und er war sogar auch noch während dieser Zeit, also obwohl er jetzt ein bisschen Pause genommen hat von Competen, war er immer noch auf Turnieren aktiv. Und er hat immer noch mitgemacht auf Turnieren, aber alles halt ohne seinen Main-Character Rob, sondern einfach nur so aus Spaß heraus. Ne? Mit ganz vielen Secondary-Character, hat einfach Characters gespielt, vielleicht auf die er gerade Bock hatte. Und alles war so ein kleines bisschen ohne großen Druck. Aber irgendwann war es dann einfach soweit. Ne? Irgendwann kam dann der Punkt, wo er gemerkt hat, okay, die Longo-Transformation ist abgeschlossen. Nicht nur mindset-technisch, sondern auch was seinen Körper angeht. Ne? Guck mal hier. Bam, seht ihr das? Krank, gell? Damals sah er so aus und dann bam, sah er so aus. Was ist denn das? Er hat so viel Gewicht verloren. Ich finde es so krass immer, wenn ich hier das Vorher-Nachher-Bild sehe. Andere Person einfach. Aber ja, der Longo, der hat auch übertrieben viel Gewicht verloren und sein Mindset war auch insgesamt einfach viel gesünder zu dem Zeitpunkt. Weil er hatte nicht mehr das Ziel auf die Ergebnisse. Sein Ziel war es nicht mehr, diese großen Zahlen zu kriegen oder jetzt zum Beispiel auf Power-Rankings irgendwann zu kommen oder eben die Anerkennung von anderen Personen zu kriegen. Sein Ziel war es einfach, am Competen Spaß zu haben, immer sein Bestes zu geben und dann kann er immer zufrieden sein mit seiner Performance. Und mit diesem neuen Mindset ist er dann in sein erstes Comeback-Event wieder zurückgegangen. Nämlich in Dokomi 2019. Da ist er hingegangen und da hat er auch seinen Main gespielt, Rob, beim größten deutschen Event aller Zeiten. Und das war sein erstes Turnier in Smash Ultimate, wo er komplett wieder dabei war. Erste Runde hat gegen Komusai gespielt, ein mittlerweile ziemlich bekannter Spieler in Smash Ultimate, vor allem was online angeht. Zweite Runde hat er auch solide gewonnen gegen Riken. Dritte Runde gegen Majal gewonnen und dann hat er gegen Wusi verloren, ein Spieler, der zu diesem Zeitpunkt auch schon einer der besten Spieler in Deutschland war. Und in Losers hat er dann gegen den GCB gewonnen, 3-0. Dann wieder das nächste Set 3-0 gewonnen. Aber dann hat er schon gegen den Tarik verloren. Auch ein Spieler, der damals seine Breakout-Performance hatte mit diesem Turnier hier. Und damit wurde der Longo aus seinem ersten Turnier wieder zurück. 17. Platz. Und obwohl das Turnier jetzt nicht von den Ergebnissen her das war, was man von Longo normalerweise erwarten würde, damals zu Smash 4 Zeiten, war es dennoch ein Event, womit er eben seinen Drive für Competitive Smash wieder zurückbekommen hat. Nach Dokomi kam dann auch das erste deutsche Power Ranking raus und da wurde der Longo sogar platziert. Der Longo wurde auf dem ersten Power Ranking 16. Platz. Natürlich jetzt kein Placing, was man normalerweise von Longo gewohnt ist. Damals zum Beispiel mit den Top 3 Placings immer auf dem Power Ranking. Aber man muss hier bedenken, dass er das eigentlich fast nur mit seinen Secondaries erreicht hat. Und dann eben das eine Turnier, wo er Rob gespielt hat, nämlich auf der Dokomi. Und das heißt, selbst mit seinen Secondaries war Longo schon gut genug, um eben auf dem deutschen Power Ranking vertreten zu sein, was natürlich für sein Skill spricht. Und so ging dann Dokomi zu Ende und der Sommer fing an. Und meistens immer so, wenn der Sommer anfängt in Smash, dann fangen auch die großen Events an. Und der Longo war natürlich auf vielen Events ab dem Zeitpunkt wieder dabei, mit seinem Main Warp. Und ein Event, was sehr heraussticht, ist das Event im Juli, nämlich ein Argon. Argon, eine Turnierreihe, die wir vorhin schon erwähnt haben, mit den ikonischsten Turnieren in der deutschen Smash-Geschichte wahrscheinlich. Der Longo, der war auf dem Argon hier dabei und das Argon war sogar das allerletzte Argon aller Zeiten. Kurz nachdem er wieder sein Comeback gemacht hat in die deutsche Smash-Szene. Er hat den Pools erst einmal ohne Probleme gewonnen, vielleicht gegen Takeo hier ein knappes Set gehabt, kommt in die Top 16 Winners rein und gewinnt dann gegen den Dark Thunder 3-2 in ein mega knappes Set und geht damit in die Top 8 hinein. Winners halt. Bei Winnerside Top 8 geht es dann genauso knapp wieder weiter gegen Robin GG. Der war damals ein Spieler, der war Rang 8 auf dem deutschen Power Ranking. Und damit ging der Longo dann ins Winners Finals gegen den Sir John. Der Longo gewinnt erstmal das Winners Finals 3-2, mega knappes Set. Der Sir John gewinnt sein Losers Finals Set und spielt dann wieder gegen Longo und gewinnt diesmal 3-1.
haben wir einen Reset. Damit gewinnt der Longo ein Argon-Event, das allerletzte Argon-Event, um genau zu sein. Ironischerweise war Argon die Turnierreihe, mit denen er Smash angefangen hat damals im Brawl, ne? Wo er 6-0 gegangen ist, oder besser gesagt 0-6. Und Argon war auch das Turnier, wo er seine erste Breakout-Performance hatte, in Smash 4, wo er gegen iStudying zum Beispiel gewonnen hat und 5. Platz wurde. Und Argon war am Ende auch das Event, wo er in Smash Ultimate sich wieder als Smash-Topspieler gefestigt hat, in der europäischen Szene. Und ja, das war eins der großen Highlights von Longo. Ab dem Zeitpunkt war er komplett wieder zurück, genauso wie man es kannte von ihm früher in Smash 4. Und er wurde schließlich auf dem deutschen Power Ranking 5. Platz. Und europaweit wurde er 27. Platz. Mit Placings wie 13. auf Albion, das größte europäische Event aller Zeiten, und 17. Platz auf VCA und UFA. Jetzt, um hier ein bisschen mehr in die Gegenwart zu kommen, eins seiner aktuellsten Turniere war The Ultimate Performance 3 in Niederlande. Das war kurz vor Corona, Februar 2020. Und dort hat er gegen Space gewonnen, 3-0 sogar. Und Space, der war der First Seed des Turniers. Er war, oder besser gesagt, er ist, der drittbeste Spieler Europas. Das heißt, Longo wurde 3. Platz von 176 Teilnehmern auf diesem niederländischen Event hier. Mit diesem Turnier hier hat er auf jeden Fall erstmal angekündigt, dass es nur noch bergauf gehen würde, was europaweit seine Performance angeht. Und dann kam leider Corona, ne? Deswegen gab es dann erstmal eine große Pause. Seine aktuellen Ziele sind ähnlich wie seine Ziele am Anfang von Smash Ultimate. Weil er will natürlich auch immer noch besser werden, ne? Er will immer noch bessere Performances hinlegen, vielleicht größere Rankings erreichen. Aber das ist alles eher nur so ein Nebenthema. Sein großer Hauptpunkt ist immer noch, immer sein Bestes zu geben, von sich aus zufrieden zu sein mit seiner Performance und dadurch eben einfach Spaß haben am Competen. Und wo ist der Longo heute? Er ist ein gesponsorter Spieler von Sissy State Punks. Und Longo ist vor allem heutzutage auch bekannt für seinen relativ unorthodoxen Spielstil mit seinem Main Rob. Weil Rob ist eigentlich ein sehr polarisierender Charakter. Als einer der wenigsten Characters im Spiel hatte Zero-to-Death-Kombos, die sehr konsistent funktionieren. Und deswegen würde man meinen, dass Rob sehr polarisierend ist, was Advantage State angeht. Alles was Combo-Game angeht. Aber Longo, sein Fokus ist eigentlich aufs Neutral Gaming. Er ist bekannt für sein sehr gutes Neutral Game, was für seine sehr starken Fundamentals spricht, weil er spielt auch viele andere Characters, ne? Er hat es ja allein mit Secondaries aufs deutsche Power Ranking geschafft. Die meisten Rob Mains machen genau das andersrum, ne? Die fokussieren sich eher auf Advantage und Combo Games, um technical zu sein und dann eben mit den wenigsten Hits am meisten rausholen zu können. Aber bei Longo überträgt sich sein Neutral Game auch ein kleines bisschen auf sein Advantage State und andere Aspekte im Spiel. Weil er spielt das Spiel relativ safe. Sein Ziel ist es, mit so möglichst wenig Risiko gegen seinen Gegner zu gewinnen eben. Deswegen er zieht sich auch schneller zurück als andere Robmans vielleicht, wenn er merkt, okay, dieser Advantage State reicht schon, er muss nicht mehr daraus rausholen, geht dann keine unnötigen Risiken ein, während vielleicht andere Robmans dann die Advantage unnötig pushen würden in dem Zeitpunkt. Aber obwohl er eben so einen Fokus auf ein Neutral Game hat, hat er immer noch einen sehr guten Riecher für, wann er eben seine Combos immer noch extenden kann. Der Longo ist dadurch auch sehr flexibler als die meisten Rob Mains, weil er sich eben immer auf seinen Fundamentals und seinen Neutral verlassen kann, falls irgendwas eben nicht klappen sollte. Oder notfalls sogar auf andere Characters. Weil er spielt ja mittlerweile auch andere Characters wie Pyra the Mythra oder Cloud sehr aktiv. Das war der Longo, der beste Rob-Spieler Europas. Er ist momentan sehr aktiv auf Twitter und Twitch. Link zum beiden findet ihr in der Beschreibung. Und wie manche vielleicht mitgekriegt haben, wir kommen nicht so schnell voran mit der Videoreihe. Aber ey, das nächste Video sollte eigentlich viel schneller klappen, da es sich um einen Spieler handelt, der nicht so übertrieben lang Teil der Community ist wie Longo zum Beispiel. Ansonsten, falls ihr das mal live sehen wollt, ich streame momentan regelmäßig auf Twitch
wo ich solche Vorstellungen auch live on stream mache. Link zu meinem Twitch ist in der Beschreibung. Und natürlich, ihr wisst Bescheid, Like und Sub, einen Kommentar hinterlassen, falls euch irgendwas nicht gepasst hat. Und wir sehen uns dann das nächste Mal.